Tuch. Okay, wann werden die berechnet? Jetzt sind, glaube ich, 3 Wochen ungefähr vorbei, oder? Alle Jahre? Wir machen jetzt noch mehr Minus. Nebenbei bemerkt, gab es eine Wahl. Die Kommunisten haben wieder 47,7%. Oh, armes Schottland. Die Freihandelspartei 25%, die Liberale 18%, die Konservativen 8%. Aber jetzt mal wirklich, wie lange. Also wann sehe ich jetzt hier Zolleinnahmen nochmal durch das Tuch? Müssten wir nicht viel mehr durch Tuch jetzt bekommen? Da stand doch irgendwas von was weiß ich wie viel. Das Maximum von Berechnung ist pro Monat. Ja gut, aber das ist doch jetzt um. Das war doch jetzt im Juni, oder? Okay, also hat das sozusagen eigentlich gar nichts gebracht. Kann das sein? Ja, irgendwie wurden aber auch nicht alle Konvois verwendet. Das ist ja ganz komisch. Und wenn ich jetzt an Spanien das mache, wir haben die Dreschmaschine. Ja, wir machen noch mehr Minus jetzt. Genial. Wir haben noch weniger Zölle dadurch, glaube ich, bekommen. Okay. Ja, es hat leider keinen. Wir machen natürlich das, was das schottische Parlament entschieden hat. Wir werden die Steuern erhöhen. Ach so, die Steuerverschwendung, weil wir jetzt keine Bürokratie mehr haben. Ja. Aber das hat es niemals. Also, wir haben ja. Wir bekommen gerade mal insgesamt 1500 Zölle. Für alles. Also, das hat jetzt das Kraut nicht fett gemacht, wenn wir es mal so sehen, ne? Da ist die Steuerverschwendung egal. Das bisschen, was wir es haben. Ja, aber apropos Steuerverschwendung. Habe ich irgendeine Handelsroute, die ich vielleicht nicht bräuchte unbedingt? Sind ja auch die einzigen Handelsrouten, die wir eingerichtet haben, nicht wahr? Meine werten Schotten. Da ist noch eine. Nee, das sind keine von uns. Wir haben keine anderen Handelsrouten tatsächlich gemacht. Das heißt, wir haben jetzt ein kleines Bürokratieproblem. Die Verschwendungen sind aktuell 3,5%. Das ist nicht so viel, aber das sollten wir natürlich trotzdem ausgleichen. Ja, wir müssten eh wieder bald mal wahrscheinlich eine Regierung. Na, wobei Besteuerungskapazitäten sehen noch sehr gut aus. Ah, eine Regierungsverwaltung wird uns wieder Geld kosten. Sind die denn schon ausgebaut, die Regierungsverwaltungen? Ja, wir haben schon standardisierte Ablagesysteme. Nun. Dann sollten wir noch eine Regierungsverwaltung bauen, würde ich vorschlagen. Dann bauen wir mal noch eine Regierungsverwaltung. Das kostet jetzt natürlich kurz Geld. Alles klar, gute Nacht, Equinox. Bis zum nächsten Mal. Genau, das war eben auch mein Punkt, dass Zoll schwierig ist, weil ich im britischen Markt war. Deswegen sind wir bisher nicht auf Zölle gegangen. Aber nach all den Eskapaden und dem Rückstand, den Rückfällen, haben wir endlich auch mal ein paar gute Neuigkeiten. Oh, Stadt der Fülle. Die renommiertesten Mitglieder der High Society von Lowlands haben luxuriöse Partys in den neuen, prächtigen Stadtgebäuden organisiert. Kurzer Hinweis, kurz nachdem wir die Steuern erhöht haben. Marmorwände, schimmernde Steine. Der Lärm der Menschen, die kommen und gehen und die Stadt wieder zum Leben erwecken, von der wir nicht einmal wussten, dass sie tot war. Hohe Gebäude, die den Sonnenuntergang verdecken. Kinder, die mit Ziegelsteinen spielen. Rauch, der sich mit den Wolken vermischt. Eine ferne Glocke, die den nächsten Zug ankündigt. Der Fortschritt kommt. Nun, der Mindestwohlstand für die Reichen. Ich denke, das sind wir deutlich drüber. Die Feiern werden niemals enden. Wir haben mittlerweile wieder 333.000 Loyalisten. Sehr schön. Ein Hoch auf die Loyalisten. So, wir haben jetzt die Handkurbel-Gatling-Geschütze. Sehr gut. Excellent. Excellent. Dann holen wir uns doch jetzt noch Militärstatistiken. Das Volk hungert und die Reichen feiern Feste. Skandal. Schotten, Brüder, ich sage es, es reicht. Betrug und Verrat der Industriellen und des Adels soll unser Land in den Ruin bringen. Erst das Militär und nun das Volk wird ausgeblutet. Und nachdem mein Bürgerkrieg verloren wurde. Skandalös. Fürwahr. Skandalös. Skandalös.
Könnte man meinen. Eventuell, vielleicht. Wer weiß. Die Preußen führen übrigens schon wieder einen Krieg gegen Italien? Vermutlich irgendeinen deutschen Krieg und die Italiener sind eingeschritten. Nein, die Preußen wollen Italien klein halten, tatsächlich. Sind denn die... Ach. Die Italiener haben 105 Verrufenheit. Wie denn das? Haben sie jetzt erst ihr Land gegründet? Gab es nicht... Es gab doch schon ewig Italien. Haben die irgendwas erobert, die Italiener? Was wir nicht sehen? Die Italiener... Das Land gibt es doch schon länger. Ich grüße euch, werter Schotte, Erdmännchen. Was höre ich da? Nieder mit der Monarchie! Nieder mit der Monarchie! Unfassbar. Die Briten, na toll, die Briten ziehen uns wieder in einen Kampf, mehr oder weniger, gegen Tunis und Spanien. Ah. Eine verdiente Beförderung. Brigadier General Harley Kerr. Ach, das ist der Mann aus Mikronesien hier. Der Defensivstratege. Verdient eine Beförderung. Ja, er wird zum Generalmajor befördert. Einverstanden. Aber er hat trotzdem nicht mehr Truppen. Weil wir Mikronesien nicht gemacht haben. Wenn du die Steuern nun senkst, was bleibt? Ha, aktuell machen wir minus 200, obwohl ich nichts gemacht habe. Also es bleibt nichts. Aber wieso ist das die Frage? Warte mal, baue ich... Aber ich baue doch Kohleminen. Das müsste doch vom Investitionsfonds gedeckt sein. Kleinen Moment. Was ist gerade das Hauptproblem? Ja, der Investitionsfonds deckt gerade den Bau vollständig. Ich weiß, gerade waren es noch plus 4000. Irgendwas hat sich gerade geändert, aber was? Ach klar, der Krieg jetzt, oder? Nee, die Briten, aber nee, wir sind ja noch nicht im Krieg. Kleinere Subventionen, aber 200, das ist nichts wesentlich. Ah, Sozialhilfeleistungen, aber das ist auch nur 1000. Keine 4000. Aber es scheint ein paar Arbeitslose zu geben. Wo? Das sind noch nur 68, das ist ja vernachlässigungsfähig. Haben wir in den Kolonien irgendwo Arbeitslose? Wo sind denn unsere Kolonien hier? 11, das ist alles in Ordnung. Hier, nö. Hier drüben irgendwo. Das da oben ist unsere schottische Kolonie. Auch keine. Also ich wüsste nicht, wo es jetzt Arbeitslose... Ah, doch, in Australien gibt es 7000 Arbeitslose, okay. Und hier auch 4000. Wieso läuft denn die Eisenmine so schlecht? Kann man das im... Ah, weil Kohle gerade so teuer ist. Nun. Dann müssen wir wohl erstmal hier so machen. Und Dynamit ist vermutlich auch zu teuer, oder was? Muss ich wirklich auf den Handbohrer zurückgehen? Wieso läuft denn diese Eisenmine nicht mehr? Der Transport würde aber auch nur ein leichtes Plus bringen. Wieso kosten die Löhne so viel zu dem, was sie bringen? So viel Eisen haben wir doch gar nicht. Aber wir können ja hier eine Kohlemine auf jeden Fall mal bauen. Eine einzige nämlich. Gut. Bauen wir eben eine einzige Kohlemine. Einverstanden. Dass wir diese Arbeitslosen hier wegbekommen. Wenn wir schon mal hier sind, 7000 Arbeitslose haben wir jetzt hier. Ah, können wir auch eine Kohlemine bauen. Bauen wir doch zwei Kohleminen. Kohle kann man nie genug haben in der Zukunft. Es wäre doch schlimm, wenn dem König was passieren würde. Lang lebe der König, sehr gut. Danke euch, Lord Commander. Ne, die Steuern habe ich noch nicht gesenkt. Die Steuern habe ich noch nicht gesenkt. Wir haben einfach gerade aus irgendeinem Grund wieder weniger Geld zur Verfügung, obwohl die Steuern ja erhöht sind. Deswegen kritisch, kritisch, kritisch. Ich schaue gerade, dass ich die Arbeitslosen zur Arbeit bekomme, sodass es keine Sozialhilfeleistungen notwendig hat. Nicht wahr, nicht wahr? Wo hatten wir denn noch Land? Irgendwo hatten wir doch noch... Das ist auch unser Land. Das sind keine Arbeitslose.
Ach, Sold. Nicht Steuern. Der Armeesold sollte doch auf. Ja, der Armeesold ist immer noch gesenkt. Oder? Ja. Also der Sold, also. Der, also die Ausrüstung ist halt auf Null gesetzt bei der Armee. Und Militärgehälter sind auch auf Null. Ja, alles ist auf Null tatsächlich. Alles ist auf Null. Und dennoch machen wir kein Geld. Ich weiß nicht, wo das gerade hingeht, das Geld. Oder wo wir es nicht mehr verdienen. Ah, neue schottische Unterstützer. So, jetzt ist dieser Krieg mit Tunis ausgebrochen. Wir machen immer noch Minus wieder. Wie kann denn das sein? Ja, unsere Kasernen sind einfach unfassbar teuer. Ich glaube, das liegt vermutlich daran, dass auf dem britischen Markt gerade Probleme bestehen. Aber dafür können wir nichts. Dafür können die Briten nur was. Ja, es fehlt halt an Artillerie und an Munition. Obwohl die Steuern erhöht sind, machen wir keinen Plus mehr. Ich verstehe es nicht. Wir waren bei plus 4000. Wo ist das alles hin? Ja, der Diplomatiepakt, das war doch vorhin schon. Das hat damit jetzt nichts zu tun. Das hat nichts geändert. Das liegt daran, das wissen wir ja alle, woran das liegt. Für alle, die aufmerksam, die Steuern, die wir den Briten zahlen müssen, wie immer, und die Kriegsreparationen durch den verlorenen Krieg. Schmähliche Reparationen sind das. Aber wir müssen diese Kredite wegbekommen und deswegen wollten wir eigentlich die Steuern erhöhen. Ich verstehe nicht, was das Problem gerade ist. Ist es doch, warte mal, ganz kurz. Nee. Hat nichts mit dem Bau zu tun eben. Komisch. Klar, ich habe jetzt eine Regierungsverwaltung gebaut gehabt, aber das kann nicht so viel Geld kosten, eine einzige Regierungsverwaltung. Ein Grund mehr unabhängig zu werden, das stimmt. Natürlich, natürlich. Wir müssen 1869 dringend unabhängig werden. Das muss unser Ziel sein. Anarchismus. Den wollen wir nicht. Den wollen wir nicht. Braginator, ein weiterer Schotte, der uns hoffentlich unterstützen wird in unserem Kampf um die Freiheit. Ah, es gibt auch Warenzufuhrknappheiten an Seide. Und auch an Hartholz. Vermutlich reichen meine Konvois dafür nicht aus. Wir haben eine. Ach, die inaktive Handelsroute. Warte mal. Ach, wir haben kein Tuch mehr. Kann das sein, dass unser Tuch weg ist? Wir hatten noch im britischen Markt 4000 Tuch. Ja, unser ganzes Tuch ist irgendwie weg, aber. Okay. Ich bin verwirrt. Höchstgradig verwirrt. Na, Eisenimport lohnt sich auch nicht so richtig. Wir könnten noch ein bisschen Weizen weg exportieren. Ah, ein Messer im Rücken. Was? Sind das die Kommunisten? Sind das die Kommunisten? Durch unsere jüngsten militärischen Niederlagen gedemütigt haben viele die Schuld auf jene geschoben, die der ibonischen Kultur angehören und behaupten, sie hätten unsere Kriegsbemühungen an der Heimatfront verraten. Wer sind denn jetzt bitte die Iboner? Westafrikaner. Was haben denn bitte die Westafrikaner mit dem Ganzen zu tun? Er warf das Glas zu Boden und mit einem Mal vollzog sich ein vollständiger Wechsel von Bitterkeit zu echter Wut auf seinem Gesicht. Wir haben gut gekämpft. Jeder einzelne von uns. Die Front ist zu keiner Zeit ins Wanken geraten. Wir haben Schottland nie im Stich gelassen und Schottland hat es uns nie im Stich gelassen. Niemand hat versagt. Doch jemand hatte Erfolg. Ich will Ihnen auch sagen, wer? Es muss ja jemand die Schuld haben, ja. Nun, die Ibona könnten radikaler werden. Das würde der Kirche und den Kleinbürgern höchst gefallen. Oder wir müssen das Scheitern als unser eigenes akzeptieren. Nein. Wenn Gott und die Kirche mir vorschreiben, als von Gott eingesetzten zukünftigen hoffentlich Monarchen, dann war das scheinbar ein Dolchstoß, den wir bekommen haben. Ein Dolchstoß. Nun gut. Kohle als teure Regierungsware, ja.
Deswegen bauen wir Kohleminen. Schuld haben die König und die Industriellen. Das glaubst auch nur du. Wer lässt ihn überhaupt so offen sprechen, diesen Pette? Oh, verlieren die Briten hier? Die Kriegsmüdigkeit sinkt bei den Briten. Das ist doch schön zu sehen. Ja, der niedrige Marktzugang ist aber nicht so wichtig. Ah, doch, der ist wichtig. Tatsächlich. Gut, dass du das gesehen hast. Vorhin waren das nur unbedeutende Kolonien. Wahrscheinlich, weil ich jetzt dort Kohleminen und so weiter ausgebaut habe, müssen wir... Ah, toll. Häfen kosten aber leider auch wieder Geld. Ja. Gut, egal. Kommen wir nicht drum rum. Wir müssen überall die Häfen ausbauen. Überall die Häfen. Kanak. Nauru. Schottisch-Kenia. Aber auch überall gleich irgendwie. Die Salomonen. Das kann auch... Die Salomonen bringen mir doch auch gar kein Geld eigentlich, oder? Was ist da passiert, bitte? Westmikronesien. Haben wir noch gar keinen Hafen. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, hier überall Häfen zu bauen, meine Freunde. Ostmikronesien. Schottische Südseeinsel. Unsere ganzen Kolonien. Wir haben nicht wenige, meine Freunde. Aber welcher Teil wurde denn geändert? Tonga, Schottisch-Westaustralien. Niger-Delta. Wir könnten natürlich auch schon Eisenbahnen dort bauen. Jetzt machen wir es erstmal so und da, wo es vielleicht nicht reicht, könnten wir über Eisenbahnen nachdenken. Oh, in den Highlands. Ja, in den Highlands bauen wir auf jeden Fall eine Eisenbahn. Die sich angeblich nicht lohnt. Wieso? Weil Kohle wiederum teuer ist, nicht wahr? Blöd. Ungünstig. Aber ich würde sie, glaube ich, trotzdem ausbauen. Ich baue sie trotzdem aus. Na gut. Als verbitterter Militarist über den letzten Krieg sage ich, die Bohnen sind schuld. Von Bauernhöfen zu Fabriken, hört, hört. Trotz der Niederlagen haben die Industriellen es geschafft und sind zufrieden mit den gebauten Fabriken. Es gibt nur eine mögliche Richtung. Vorwärts! Der Fortschritt ist wie ein Zug, der nicht anhält und auf niemanden wartet. Man ist entweder drin oder draußen. Nun, dann würde ich sagen, wir haben das für unser Volk getan, fürs schottische Volk. Und dadurch hätte es eigentlich mehr Loyalisten geben müssen. Ah, ein paar. Nicht viele. Na gut. So, wir machen wieder Minus. Ah, mir fällt ein, da waren doch noch einige Sachen, die wir machen konnten. Hier, dampfbetriebene Dreschmaschinen, die sich nicht lohnen. Weil... Oh, halt, das wollte ich jetzt nicht machen, sondern... Das war jetzt ungünstig, weil ich jetzt kurzfristig die Leute rausgeschmissen habe, was ich nicht wollte, weil es Kohle kostet. Ja, und Kohle ist teuer aktuell. So, hier. Genau, automatische Bewässerung könnten wir uns jetzt leisten. Das kostet aber Motoren. Ah, und Motoren sind auch sehr teuer. Wo lohnt sich denn am meisten? Machen wir es mal bei den Färbemitteln. Tabak. Ah, Zucker. Bananen. Preußen wird die Welt kriegen, wenn die so weitermachen. Das glauben wir nicht. Das Motorenwerk macht Minus? Ich dachte jetzt, wir brauchen Motoren eigentlich. Komisch. Ich wollte es jetzt eigentlich erweitern, das Motorenwerk. Ja, Preußen und Italien, der Krieg ist ins... Ja, ins Nichts verlaufen sozusagen. So, Marokko hat jetzt hier kapituliert.
Ja, und die Briten und Tunis, das wird auch so ein Never. Boah, wenn das jetzt unser nächster Never-Ending-Krieg wird, dann wissen wir, was wir machen. Wie viel Waffenstillstand? Wir haben noch 3 Jahre Waffenstillstand, nicht wahr? Ja, 22. Februar 69, noch drei. Naja, weniger als 3 Jahre. Ich würde ja gerne Schottland wieder vorbereiten, aber wir haben kein Geld. Wir kriegen diese Kredite nicht los. Das ist echt traurig. Und unser Lebensstandard, na, ist sogar noch in Ordnung. Ist immer noch Rang 14 weltweit, Freunde. Obwohl unsere Steuern so hoch sind. Jetzt stellt euch erstmal vor, wir sind frei und unabhängig. Wenn wir 30.000 mehr Gold haben, dann könnten wir die Steuern senken. Dann würde es den Schotten gut gehen. Wir bräuchten nur unsere Freiheit. Nur unsere aller Freiheit bräuchten wir. Das Spiel um die Macht. Asher Madison. Der Vorsitzende der Intellektuellen hat in der Hauptstadt ein bemerkenswertes Spiel um die Macht betrieben. Das kennen wir schon mit den Mahagoni-Möbeln und Samtkissen. Er soll auf jeden Fall dafür anerkannt werden. Durchaus. So, der Marktzugriff steigt. Irgendwie, der steigt auch überall gleichzeitig. Ich verstehe, das ist komisch. Woran liegt das? Fehlt uns noch irgendwas anderes? Aha, vermutlich liegt es daran, dass uns Konvois fehlen. Genau, aber wie viele Konvois fehlen uns denn? Auf dem britischen Markt fehlen Konvois, dafür können wir nichts. Aber können wir was für unsere eigenen Konvois? Schauen wir mal kurz. Jetzt habe ich natürlich genau. So. Ah ja, wir haben nur 51 Konvois verfügbar. Aber wir bauen ja gerade noch Häfen, oder? Oder wo? Ja, die Häfen kommen alle erst noch. Oh Gott, da kommen richtig viele Häfen. Ob das die richtige Antwort ist, wird sich auch noch zeigen. Vermutlich ist es nicht so schlau, diese Häfen alle zu bauen. Kann das sein? Hätte ich einfach nur den Heimathafen ausbauen sollen? Würde das schon reichen vielleicht? Ist das so? Der Heimathafen muss besonders groß sein. Wir probieren es mal mit dem Heimathafen. Bedenken und Einwände. Die Grundbesitzer haben ihren Unmut über die kürzliche Regierungsentscheidung der Industriellen zum Ausdruck gebracht, dass die begünstigt wurden. Oh, wir müssen mal wieder eine Wahl treffen, Industrielle oder Grundbesitzer. Wir werden mal ein wenig, nachdem wir so oft die Industriellen bevorzugt haben, auf die altehrwürdigen Adligen und Grundbesitzer zugehen. Das ist nur fair und gerecht. Die Intellektuellen wollen garantierte Freiheitsrechte haben. Und die Kommunisten, die Gewerkschaftler wollen eine Migrationskontrolle. Aber wir sind doch ein Einwanderungsland. Keine Migration ist wichtig. Keine Kontrollen. Also keine Migrationskontrollen, wollte ich sagen. Garantierte Freiheitsrechte, ist das euer Ernst? Wir brauchen doch die Nationalgarde, wenn wir unabhängig werden wollen, oder? Ich weiß nicht genau, möglich halte ich es alles. Noch nie so ein großes Kolonialreich. Warte mal, was heißt hier möglich? Ich dachte, wenn du schreibst, liegt an deinem Heimathafen, dachte ich, du weißt, dass das sicher an dem Heimathafen liegt und dass es Sinn macht, den auszubauen. Das heißt, du weißt es gar nicht sicher. Okay. Na gut. Ah, wartet mal. Eventuell, wenn die Kleinbürger doch zufrieden. Warte mal, die Kleinbürger kriege ich doch zufriedener, indem ich jetzt die Regierungsgehälter wieder erhöhe. Aber das kostet mich auch wieder das. Ah, das würde sich wahrscheinlich nicht rentieren, oder? Dann würden 10% Zinsen billiger sein. Das wäre 1000, aber es würde mich 5000. Nee, die Rechnung geht nicht auf. Wir bedanken euch, euer Gnaden. Gern geschehen, Lord Commander Helric. Gerne. Es ist wirklich ein Hin und Her mit dem Plus und dem Minus. Zahlen wir immer noch für Sozial. Ja, wir. Oh, immer noch so viele Sozialhilfeleistungen. Habe ich irgendwo übersehen, dass es noch Arbeitslose gibt? Naja, mal 700 kurz, aber das ist ja nur kurzfristig. Irgendwo müssen wir sehr viele Arbeitslose haben. Das ist Französisch.
Das ist schottisch, aber hier sind keine Arbeitslosen. Wir haben doch alle Arbeitslosen durchgeschaut und wir haben doch Gebäude gebaut. Aber hier sind immer noch Arbeitslose. Dann bauen wir hier noch eine Kohlemine. So. Und hier sind auch immer noch Arbeitslose. Aber der Hafen wird geplant und gebaut. Wäre logisch. Ja. Also als Idee, genau. Verstehe, was du meinst. Nun, wie sieht es denn hier mit den Arbeitslosen aus? Oh ja, hier gibt es viele Arbeitslose. Die Bleimine. Die bauen wir mal dafür aus. Und hier. Reisfelder. Die Bananen scheinen überhaupt nicht gut zu laufen. Ah, das liegt aber an dem Motorbetriebenen, schätze ich mal, oder? Ja, das muss an dem Motorbetriebenen liegen. Naja, wobei dadurch wird dann weniger produziert. Die Gehälter sind immer noch zu teuer, dass sich das lohnt. Na, es ist knifflig. Knifflig. Bau mal ein Reisfeld hier noch. Große Flut im Niger-Delta, oh je. Ach du Schande, 100% Verwüstung oder. Ha! 11.000 Regierungsausgaben. Ja, auf Wiedersehen, Niger-Delta. Danke für nichts. Die Flut können wir nicht aufhalten. Es wird alles im Niger-Delta vernichtet, scheinbar. Verbrennen wir freundlicherweise diesen Brief. Robert McEwen, ein prominentes Mitglied der Konservativen, wird der fahrlässigen Korruption beschuldigt. Was? Aus der konservativen Partei ein korrupter Politiker? Das kann ich nicht glauben. Ja, ich bin bereit, mit dem Komitee über den Inhalt dieser Briefe zu sprechen, wenn ich mich nur erst mit dem Inhalt dieser Schreiben allein in meinem Zimmer vertraut machen darf. Selbstverständlich, Euer Ehren. Werde ich dabei keine Beweise manipulieren oder vernichten. Ganz ehrlich. Nun, Robert McCavern. Ich denke, Robert McCavern sollte isoliert werden, um den Rest der Partei und damit auch der Kirche zu schützen. Der Papst schickt den Bischof oder diesen, ja, Bischof bestimmt irgendwo anders hin. Wir machen noch mehr Minus, ja, unsere Sozialhilfezahlungen. Die können wir nun leider nicht so einfach einstellen. Aber den Ärmsten soll auch geholfen werden, nicht wahr? Clipper. Aber wir haben eine unproduktive Handelsroute, dann beenden wir die mal. Ich bereite schon mal die Badewanne vor. Zinslast steigt aber leicht, leider. Ich gebe den Bürgern von Schottland mein Ehrenwort. Nun, wir haben bisher nicht dafür gesorgt, dass wir die Kolonien bürokratisch eingliedern oder haben das nicht getan. Es wäre tatsächlich eine Überlegung, ob wir das machen wollen bei sowas wie Schottisch Togo. Ah, das würde uns halt schon ein bisschen ins Minus stürzen, was die Bürokratie angeht. Schottisch Kenia ist noch nicht fertig kolonisiert. Da wird auch noch eine ganze Menge jetzt hier Stück für Stück kolonisiert aktuell. Ineffiziente Landwirtschaft. Ach, nicht schon wieder. Hier aber in Australien könnten wir es auch, aber 44.225.000. Also das Bruttoinlandsprodukt ist in Australien größer. Versuchen wir doch, die mal einzukooperieren. Ich denke, Australien könnten wir tatsächlich inkorporieren. Kolonialamt ist auf voller Stufe, Sozialhilfen auf Stufe 1, Bildung Stufe 3, Gesetzeshüter Stufe 2. Oh Gott, das Gesundheitssystem müssten wir auch mal erhöhen.
Amt für Inneres als Institution auf 1. Nun. Wir haben leider nicht sehr viel Bürokratie übrig. Ich meine, unsere Bildung ist ganz in Ordnung. Rang 10 der Welt. Wir könnten theoretisch ein wenig die Bildung reduzieren zur Inkorporierung. Wie lange würde das denn dauern? Das steht leider immer nicht dabei, nicht wahr? Das dauert 50 Wochen, aber wie lange dauert denn die Inkorporierung des Landes? Ah, 5 Jahre. Ja, dann machen wir das doch mal. Weil es gibt es leider erstmal Steuerverschwendung kurzfristig. 3%. Aber langfristig ist es natürlich besser. Der Drehventilmotor. Und eine weitere Wahl. Die Kommunisten haben nur noch 40%. Die Freihandelspartei wieder 36. Die Liberale 17. So, bevor wir das jetzt vergessen, müssen wir nochmal hier. Wir bekommen mal wieder gefühlt keine 42, keine sinnvolle Regierung hin. Also auch die Kommunisten, was wir natürlich niemals machen würden, hätten da keine großen Mehrheiten. Egal wie man es dreht und wendet, tatsächlich kriegen wir keine legitime Regierung hin mit über 50%. Das Beste, was wir haben können, ist Freihandelspartei und konservative Partei tatsächlich. Irgendwie will sich auch keiner den Parteien anschließen direkt. Landbewohner, nö. Ja, Freihandelspartei und Konservative, die dürfen an der Macht bleiben. Ja, die bleiben an der Macht. So, aber was wir gucken wollten noch, und dann kommen wir auch gleich langsam tatsächlich zum Ende dieses Streams, meine Freunde. Möbelfabriken. Ach ja, der Drehventilmotor. Aber Kohle ist ja ein Problem, das wird sich nicht für uns lohnen. Der Drehventilmotor wird sich niemals lohnen. Ja, Minderheitsregierung mittlerweile mehr oder weniger, richtig. Das stimmt, Doc Eisen. Das hat nichts mit dem König zu tun. Das sind nur Parteien, die nicht legitim sind. Der König ist legitimer denn je. Das bringt uns dann auch erstmal nicht so viel. Na gut. Motoren. Eigentlich müssten wir mit Motoren gutes Geld verdienen. Wieso lief da zuletzt. Ja, jetzt läuft das hier wieder. Bauen wir das mal langfristig aus. Hier sind einige isoliert, aber wir bauen ja noch Häfen. Ne? Oh, wir bauen auch sehr viele Häfen. Der niedrige Marktzugriff. Okay, durch die Häfen hoffentlich wird der besser. Ja, wir versuchen das wieder in den Griff zu bekommen. Aber traurig, dass wir gerade noch mehr Minus machen. Das ist echt nicht schön. Ich meine, wenn die 5 Jahre offiziell vorbei sind. Oh, das ist übrigens bald der Fall, fällt mir gerade ein. Freunde, liebe Schotten! In einem Jahr ist, glaube ich, schon der Waffenstillstand mit den Briten vorbei und wir müssen wieder in den Kampf ziehen. Und wir wollen auch wieder in den Kampf ziehen. Februar 69. Das heißt, es ist eigentlich jetzt schon höchste Zeit, obwohl wir kein Geld haben, nur Minus machen, muss ich leider jetzt unsere Armee wieder aufrüsten. Und in 9 Monaten können wir dann kämpfen. Das wird uns halt nochmal völlig in den finanziellen Ruin treiben, vermutlich. Ist die Frage, ob wir dann überhaupt durchhalten können irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, also. Aber es ist notwendig. Wenn wir kämpfen wollen, brauchen wir eine gute Armee, würde ich sagen. Deswegen alles in die Armee investieren, wie es sich gehört. Und jetzt machen wir halt 18.000 Minus. Ist die Frage, ob man nochmal die Steuern erhöhen sollte. Last Stand of the Scottish Army. Jawohl. In 9 Monaten. Da werden wir es ein zweites Mal probieren. Und da wird er gelingen, der Unabhängigkeitskampf für Schottland. Kämpft zusammen, steht zusammen. Keine Rivalität zwischen den Parteien. Jetzt gilt nur noch eine Sache. Eine Idee, ein Gedanke. Ein freies, unabhängiges Schottland. Eher gäbe ich mein Leben, als wenn ich es nicht noch erleben würde, König eines freien und unabhängigen Schottlands zu werden. Dafür stehe ich mit meinem Namen Robert von Galloway. Dafür stehe ich mit meinem Namen.
Nun ist die Frage, können wir noch irgendwie Geld einsparen? Subventionen zum Beispiel. Wir subventionieren eine Eisenbahn. Das können wir uns leider nicht mehr leisten. Das müssen wir stoppen. Freiheit oder Tod? Es braucht einen William Wallace. Wir brauchen schottische Helden, so ist es. Wir brauchen gute, stolze, schottische Helden. Nun, Freunde, können wir noch irgendwie ein paar Sachen austarieren? Das sieht leider schon alles kritisch aus. Und ich will auch... Wir könnten noch 200 Autorität nutzen, um Obst zu besteuern. Oder vielmehr Luxusmöbel und Tee. Das wird uns nochmal 6000 Einnahmen bringen. Vermutlich müssen wir das leider machen. Die Notstandsvollmachten müssen immer noch genutzt werden. Wir sind in einer destabilen Lage und wir dürfen nicht an den Bankrott kommen, aus meiner Sicht. Nicht während des Krieges wenigstens. Das wäre der falsche Weg. Deswegen werden noch einmal einige Kriegssteuern eingeführt, die aber nach Ende und nach der Freiheit Schottlands abgeschafft werden. Das ist das Ziel. Doch dieses Mal müssen wir auch die Preußen und die Österreicher mit ins Boot holen. Und sollten wir dieses Mal verlieren, muss der König abdanken. Ja. Ich werde kämpfen oder verlieren. Wenn wir bei diesem zweiten Krieg verlieren, dann sehe ich es als von Gott gegeben hin, dass ich abdanken werde. Fürwahr. Aber ich sehe den Sieg. Und ich werde alles dafür geben. Ich werde mein Leben geben, wenn es notwendig ist. Für ein unabhängiges und freies Schottland. Das ist unser Ziel und das ist der Weg.